UDAT and the Rosa Luxemburg Foundation are convening this conference because countries are suffering from the consequences of the debt crisis. The standard answer that governments have to the debt crisis is austerity policies, its bank bailouts, its creditor domination, and we want to discuss alternative solutions to the debt crisis, solutions which paid respect to social justice. Our organization works on debt crisis for 25 years now, when debt crisis, over-indebtedness was mainly a problem of developing countries. We now invited people from these countries to come to us to tell us what they did, how they fought the debt crisis. We invited our partners from the Middle East, Northern African region, who are suffering from the debt crisis, similar as the Europeans are suffering from it. And we have activists and academics here from Europe who are fighting back against debt, against austerity in Europe. We are discussing here what we need to do and how we can do it, basically. I mean, the idea of this conference is to come up with a menu of options, with a menu of alternatives. Our governments tell us, or the people who profit from the debt crisis tell us, that there is no alternative, and we want to show that there is actually not only one alternative, but there are many alternatives, and it is actually possible to implement them if there is pressure by citizens, if there is citizen activism, and if this activism creates political will by governments and international organizations. Rosa Luxemburg hat eigentlich drei Aufgaben. Erstens, wir treten für demokratische, soziale und ökologische Entwicklung in Europa und in der Welt ein. Und überall dort, wo darüber diskutiert wird, wo daran gearbeitet wird, Wege, Alternativen zur gegenwärtigen Entwicklung zu finden, sind wir eigentlich dabei. Wollen wir dabei sein? Arbeiten wir selber? Suchen Kooperationspartner? Also es ist wunderbar, die Eurodat gefunden zu haben und zusammen mit Eurodat eine Konferenz zu organisieren, die sich mit einem der wesentlichen Probleme der Gegenwart, nämlich der massiven Verschuldung von Staaten und der massiven Verschuldung von Privatpersonen beschäftigt. Die zweite Aufgabe ist, nachdem wir also das Wissen gesammelt haben, das Wissen zu verbreitern, weil wir eine Organisation sind, die für politische Bildung steht, also sich eigentlich an Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, in Europa und in der Welt wendet. Das heißt, wir wollen das Wissen, was wir zusammen mit Partnern gesammelt haben, dann verbreitern über die Medien, die uns zur Verfügung stehen, Publikationen, über das Internet oder auch über Diskussionsrunden und Veranstaltungen. Und das dritte Ziel, was wir haben, wir wollen natürlich die Kräfte, die an alternativen Entwicklungen arbeiten und interessiert sind, zusammenbringen und zu einem Netzwerk zusammenfügen, das die Kraft hat, die Überzeugung, die sie gewonnen haben aus ihrem Wissen, dann auch in politische Aktion und in politische Veränderung umzusetzen.